Hallo, mein Name ist Paul van der Sande. Ich bin von der Firma Flysene aus Belgien und ich würde dich meine Maifliege Immerse binden heute. Diese Fliege ist entstanden, wenn ich einen Kurs hatte an der Wiesent in Deutschland in der Maifliegezeit. Und dann habe die Fische, die erwachsenen Insekten genommen, weil die am Schlüpfen waren. Und einen Moment sind die nur noch gestiegen, aber die haben etwas genau in der Wasseroberfläche genommen, aber kein erwachsene Insekte. Und dann habe ich gesehen, dass das der Nymphe war, die genau in der Wasseroberfläche war. Und dann habe ich nachher, wenn ich zu Hause war, diese Fliege gemacht. Bin ich eine Woche später bei uns am Fluss, wo Maifliege schlupf war, damit gefischt und die hat wunderbar gearbeitet für mich. Erstens fangen wir an mit der Hake. Das ist eine Tunkerhake, TE15, Hakengröße 8. Die ist ganz neu im Programm. Die habe ich speziell dazu genommen, für diese Fliege zu binden. Das ist eine droge Fliegenhake. Was ist das Vorteil? Der hat einen größeren Hakenbogen und die Spitze von Haken, wieder hakenlos, und die Spitze steht ein bisschen nach innen. Bindegarn. Dafür nehmen wir den UTC 70 in Gelb. Das ist 8-0, wenn du Unithread benutzt. Ich setze ihn so ein bisschen dichter am Ohr auf. Und dann fangen wir an, mit einem Schwanz zu binden. Der Schwanz machen wir aus Fasanen, Ringneck-Fesselteil. Und in natürliches Braun. Da schneide ich so einige Fiber von ab, 8 bis 10. Ich mache den Schwanz ein bisschen dicker, wie es natürlich sein sollte bei der Nymphe. Und dann nehme ich ungefähr die Hakenlänge für den Schwanz und ich setze ihn hier genau am Ende vom Haken fest. Und der Rest von dem Schwanz binde ich mit ein. Schneide das weg. Alles. So. Dann habe ich eine Flügelbasis. Der Flügel wird rundum ein Stück Foam, ein rundes Foam gewickelt. Das sind Booby-Tubes in 4 mm, Farbe Gelb. Diese ist gut sichtbar. Und die gehen wir jetzt vorbearbeiten. Ich wünsche, dass die obere Teil, dass das rund ist. Dadurch schneide ich das hier oben ganz klein bisschen weg. Und dann nehme ich ein Feuerzeug und gehe da schnell einmal mit durch die Flamme. Und jetzt siehst du, dass das runder geworden ist. Zum Einbinden schneide ich das quer. Dann habe ich viel mehr, weniger Rest da an. Jetzt lege ich das auf die Stelle. Ich muss ein klein bisschen kürzer machen, ist noch ein bisschen zu lang. Das ist besser. Ich setze das genau da fest. Und der Rest wird schön mit eingewickelt. Und du siehst, dass der automatisch ein bisschen recht kommt. Jetzt gehen wir wieder nach hinten. Jetzt binde ich die Ribbung in. Die Ribbung nehme ich UTC 280, das ist ein 3-0 Faden im Rusty Brown oder Dunkelbraun. Und den binde ich hinten ein.
und schneide den Rest. Mit rund gedreht, nehmen wir ihn wieder weg. So. Jetzt das Körper, da habe ich eigentlich eine Dubbing für gemacht. Meistens binde ich meine Drogenfliege mit Masterdub. Das ist ein ganz feine Dubbing, kannst du wunderschöne Körper mitbinden. Aber aus Erfahrung weiß ich, dass ein Immerger ein bisschen Luft in das Körper hat und das imitiere ich mit ein bisschen Glitzer. Dafür habe ich diese Spectra Dubbing in Tan. Und ich habe den Master Dub in Pale-Gelb oder Pale-Yellow genommen. Ich habe hier vier Teile von genommen und von der Spectra Dub ein Teil. Und das habe ich in einen alten Coffee-Müll gemischt, dass ich ein Dubbing habe, der fein ist, aber mit ein bisschen Glitzer. So, ich nehme jetzt den Dubbing. Und dann mache ich ganz fein an meine Faden. Ich gehe wieder von vorne nach hinten und zurück nach vorne, dass ich ein getepertes Körper bekomme. Dann nehmen wir die Ribbon und die wickel ich in der gegenüber Richtung. Zweimal hinten, vorne, hinten. Ich setze das noch ein klein bisschen, so, ein klein bisschen weit nach vorne festgesetzt. Jetzt mache ich ein bisschen braune Tubing. Dafür habe ich für den Thorax dieses Squirrel Dubbing und dann nehme ich den dunkelbraune von. Ich mache halt ein bisschen nach vorne auch. Jetzt setze ich mich hinten dem Foam und jetzt gehen wir ein Häkel machen aus CDC Kuldekanaal. Der besteht aus, ein Teil ist das natürliches helles Braun CDC und das andere ist gelb gefärbte CDC. Ich nehme von jeder ein Feder. Ich sorge, dass ich lange Fibers habe, relativ große Federn, die lege ich übereinander, sorge, dass die Fibers auch so gegenüber dem Stamm stehen und dann nehme ich meine durchsichtige Klippe und setze ich die Fibers schön dazwischen. Ich halte im Kopf, dass die ersten Fibers hier sitzen. Wofür? Jetzt schneide ich die neben dem Stamm weg. Jetzt habe ich nur noch die Einzelfibern da drin. Jetzt habe ich eine ganz feine Nadel und ich halte meinen Bindefaden so und ich gehe mit der Nadel, der hat eine flache Seite. Kann ich den Bindegarn flach machen
und spleiße. Steck meinen Finger da in. Jetzt habe ich zwei Loops. Siehst du deutlich zwei Faden. Und jetzt setze ich diese CDC-Federn da schön zwischen und ich lasse das frei. Ich sorge, dass die hier nun 1 bis 1,5 mm ausstecken. Jetzt halte ich hier immer Spannung zwischen die zwei und ich drehe an meinen Bobbin. Wenn ich das jetzt frei lasse, siehst du auch, dass die Fibers zwischen der Bindeseite wirklich ineinander getwist wurden. Aber die bleiben schön aufstecken. Jetzt drehe ich diese Fibers, ich ziehe die nach einer Seite und ich drehe die rund um den Basis von meiner Hake, ich drehe die rund um den Basis von das Foam hier. Und so ziehe die jedes Mal ein bisschen hoch, so dass ich immer da unter drehe. Ein kleines Teil dahin. Ja, jetzt stehe ich da richtig. Nehme ich noch ein klein bisschen wieder dieses Squirrel Dubbing dunkelbraun. Und ich gehe hier vorne und da mache ich noch ein kleines, mit Bindegarn ein kleines Kopf. Nehme meinen Whip Finisher. Du siehst jetzt, dass die Fibers auch ein bisschen so nach oben steht. Das habe ich gerne dafür. Er muss mit Körper schön im Wasseroberflach liegen. Das bekommst du durch erst hier dem Thorax ein bisschen mit Dubbing zu machen und zweitens zu sorgen beim Wickeln von der CDC-Häkel, dass du immer von oben nach unten die Fibers wickelst. Und unsere Maifliege-Immersion ist fertig. Dann wünsche ich dir viel Spaß damit. Ich danke dir.